auf geht's für die 8 Finalisten. Auf geht's zum großen Leinwerfer-Sommerfest. Faszination Motorradfahren, Radsport und begeisterte Fans. Es ist doch ein sehr ursprünglicher Sport hier in Bielefeld. Und ich denke mal, die Radrennbahn gehört dazu, genauso ja, wie der Leineweber dazu gehört. Und der Leineweberpreis hier in Bielefeld ist schon eine feine Geschichte. Ja? Ehrlicher Sport wird geboten. Das fasziniert mich einfach. Und darum gehe ich hier gerne hin, weil ich einfach auch als Jugendlicher, als die Radrennbahn eröffnet wurde vor vielen Jahren, da war die ja rappelvoll, da waren ungefähr 10.000, 12.000 Zuschauer hier. Dieser Sport selber ist sehr skurril, weil sehr ungewohnt, das finde ich ganz toll. Ne? Man hat so den Eindruck, dass man wirklich was Historisches geboten bekommt, was sehr Authentisches. So in der Art. Das finde ich sehr angenehm daran. Total spannend und interessant. Super. Vor allen Dingen erhaltenswert. Ne? Vor allen Dingen erhaltenswert, das Ganze. Das sollte man viel öfter veranstalten. Das Team Timo Scholz und Carsten Podlesch aus Berlin hat das erste Stellrennen für dieses Jahr gewonnen. Das war nach dem Berliner Winterbahnsieg der zweite Sieg in diesem Jahr und das ist unsere Zurückmeldung in die Sommerbahnsaison. Wir sind noch nicht so viel gefahren und das macht uns natürlich, stimmt uns froh für die Zukunft. Die Bielefelder Jan-Erik Schwarzer und Christian Dippel sind Dritter geworden. Ich fahre seit 40 Jahren und ich bin eigentlich mit dem Radsport groß geworden. Ich bin als Radrennfahrer im Zugvogel angefangen. Mhm. Und ja, ungefähr mit 20, 21 bin ich angefangen mit Steher zu üben, Schrittmacher zu üben. Wie schafft man diese Koordination, dass man sich nicht trennt auf der Piste? Ja, das ist ein eingespieltes Team eigentlich. Man weiß ungefähr, wie schnell der Fahrer fahren kann, wie gut er drauf ist. Und das muss ich dann umsetzen auf der Maschine.